Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal ein bisschen was anderes. Ich werde nämlich immer wieder gefragt, Maxim, welche Produkte kannst du mir von welcher Marke empfehlen? Und deswegen dachte ich mir, machen wir so eine kleine neue Videoreihe. Es wird um Pinsel gehen, es wird um Blushes gehen, um einzelne Kategorien von einzelnen Marken. Es gibt viele Marken in der Drogerie, es gibt viele tolle Produkte von verschiedenen Marken in der Drogerie und ich möchte heute anfangen mit BH Cosmetics und zwar mit Lidschattenpaletten bzw. eine Facepalette. In diesem Video gibt es also die Top 10 Produkte von BH Cosmetics von mir für euch, damit ihr einfach wisst, okay, das ist gut, das ist nicht so gut und ihr könnt immer wieder auf dieses Video zurückgreifen. Es gibt, glaube ich, zu jeder Palette ein eigenes Video, außer bei einer. Da habe ich einen Instagram-Look mitgemacht und für Instagram mitgearbeitet. Aber ihr könnt auf meinem Kanal in die Suchleiste geben, Maxim Giacomo und dann Luna New Year beispielsweise. Und ihr kriegt ein komplettes Tutorial dafür. Also schaut gerne auf meinem Kanal vorbei. Ich hoffe, es gefällt euch. Ihr könnt alle Produkte unter diesem Video finden. Das ist kein bezahltes Video. Es gibt aber einen Code, Maxim10, der gilt immer auf alles bei BH Cosmetics. Full Transparency hier. Ich verdiene damit ein bisschen was mit diesem Code. Wenn ihr ihn benutzt, unterstützt mich damit. Ich habe jetzt Gott sei Dank mit dem Geld, was ich über Affiliate-Codes machen kann, das ist eigentlich nur BH und ich glaube, es war Make-up-Coach, habe ich Affiliate-Codes und damit bezahle ich die Produktion hier. Also beispielsweise die Lichter. Ich habe ein neues Hintergrundsystem. Ich kann das Ganze neu machen und ich probiere mich nach und nach so ein bisschen natürlich auch für euch zu verbessern. Deswegen heute ein Video mit den 10 besten Paletten von BH Cosmetics und ich würde vorschlagen, wir fangen direkt an. Ihr seht, ich bin fertig gemacht. Das heißt, wir werden uns nicht schminken, weil es zu jeder Palette eine gibt. Das Ganze ist nicht sortiert nach, das ist die schlechteste von den besten und das ist die beste von den besten. Ich gehe einfach durch, so wie es hier liegt und erzähle euch so ein bisschen, für wen ich welche Palette empfehle, wie ist die Pigmentierung, wie ist der Preis und wie sinnvoll ist es, diese Palette in der Kollektion zu haben. Und ich starte auch erstes mit der, die ihr eben schon gesehen habt. Das ist die Luna New Year Palette. Die ist 2021 jetzt, dieses Jahr rausgekommen und ihr seht sie hier einmal. Die ist recht bunt auf den ersten Eindruck. Aber lasst euch bitte, egal welche Paletten ihr seht, sei es BH oder andere Marken, nicht von der Verpackung täuschen. Denn durch Schwarz kommen die Farben natürlich noch so ein bisschen mehr raus. Und wenn man sie anders sortieren würde, hättet ihr eine sehr, sehr ausgewogene Palette zwischen zwei sehr hellen Tönen und dann recht warme Farben in die Rotrichtung. Sehr pigmentiert. Was das Besondere bei dieser Palette ist, ich glaube, ihr könnt sehen, sind diese Glitzerfarben und das ist so ein bisschen tricky, denn ich komme mit diesen Glitzer-Lidschatten gar nicht klar, es sei denn, die Formulierung ist so gemacht, dass das Glitzer nicht direkt in eurem Auge landet und ihr nichts mehr sehen könnt. Das ist das Spannende bei BH Cosmetics und ich weiß nicht, wie sie es machen, aber sie kriegen es hin, dass wenn ihr mit dem Finger in diesen Schimmer geht, es bleibt am Finger und es fliegt nicht durchs gesamte Gesicht. Das heißt, diese Palette ist einer meiner Favoriten aufgrund der Schimmerfarben und der Glitzer-Shades. Die matten Töne sind sehr, sehr gut. Aber die matten Töne werdet ihr immer wieder bei BH Cosmetics finden, dass sie sehr gut sind. Im Vergleich zu anderen Drogeriemarken ist BH Cosmetics sehr, 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 sehr gut in matten Farben. Was immer so ein bisschen was anderes ist. Denn oft ist es so, dass Drogeriemarken im Schimmerbereich sehr gut sind. BH Cosmetics ist es im matten Bereich und hat auch eine Vielzahl an matten Farben dabei. Die empfehle ich euch also, wenn ihr auf sehr glitzerige Look steht für besondere Anlässe. Und auch hier diese beiden helleren Farben, das Gelb und das Grün, sind sehr intensiv, aber trotzdem pastellig. Also eine große Empfehlung für rote Farben. Wenn ihr vielleicht ein bisschen jünger seid oder auch nicht auf intensive Farben steht, habe ich die Opalescent Palette. Ich glaube, die gibt es schon eine Weile. Packaging sehr, sehr schön und ich zeige sie euch. Ihr habt 24 Farben mit drin und zwar in sehr neutralen Farben. Auch hier, wenn man es wieder so ein bisschen sortieren würde, haben wir vielleicht 5 Farben, die in diese Flieder-Lila-Richtung gehen, mit denen ihr so ein paar Pops of Color setzen könnt. Wir haben aber hier auch warme und kühle Brauntöne mit dabei. Und oft ist es so, dass man nur warme Brauntöne hat. Hier habt ihr wirklich auch kühle Farben mit drin. Und je nachdem, welche Hautfarbe, welchen Hautton ihr habt, könnt ihr auch mit kühlen Farben sehr, sehr schöne Alltagslooks machen. Was ihr auch mit dieser Palette machen könnt, ist, wenn ihr eine sehr, sehr helle Haut habt und Probleme habt, einen Augenbrauenpuder zu finden für
eure Farbe für eure Augenbrauen habt ihr hier die Farbe Grace, Gorgeous und vielleicht noch Stunner so ein bisschen mit dabei, mit denen ihr eure Augenbrauen einfach auffüllen könnt. Also auch hier eine sehr vielfältig einzusetzende Palette, aber sehr soft. Das ist nicht meine Lieblingspalette für mich persönlich. Ich mag es eher dann doch so ein bisschen kräftiger, ein bisschen dunkler. Die dunkelste Farbe an Matt ist diese hier. Das ist ein dunkler Schimmerton. Also sehr alltagstauglich. Vielleicht was für Make-up-Anfängerinnen und Anfänger. Vielleicht was für die jungen Leute, die in der Schule so ein bisschen Make-up tragen wollen. Aber ich glaube, das ist eine Palette, die wird jedem gefallen, der nicht auf bunt steht, wenn es so ein bisschen Sinn macht. Ich glaube, die nächste Palette ist meine absolute Lieblingspalette und das ist diese hier. Die kam 2020 zu Weihnachten raus. Das ist die Naughty Palette. Auch da habe ich ein komplettes Video zu gemacht und schaut euch bitte dieses Prachtexemplar an. Wir haben hier 30 Farben drin. Die ist ein Stückchen teurer als die anderen Farben, aber die Fändchen sind auch extrem groß. Jedes Fändchen beinhaltet 2 Gramm. Normal, in Anführungszeichen, ist 1 Gramm, also sie sind doppelt so groß wie andere. Und auch hier habt ihr eine Vielzahl an Alltagsfarben, in Braun, in ein bisschen rötlicher, sehr dunkle Farben in schönen Abstufungen. Was hier besonders ist, finde ich, sind die Schimmer- und Duochrome-Töne. Beispielsweise die Farbe Candied Fruit, seht ihr hier. Das ist ein Duochrome in Lila und das ist eine schöne Ergänzung zu der Palette von Ellie. Da kommen wir gleich zu. Hier sind nämlich noch ein paar mehr matte Farben mit drin in verschiedenen Farbkategorien. Ihr könnt sehr einfache Looks damit machen. Heute soll es mal grün sein, Balsam und Mistletoe. Heute soll es orange sein, Greeting, Panettone und weiß ich nicht, hier vielleicht ein bisschen spicy. Sehr vielseitig einsetzbar und so ein Allrounder-Paket für eigentlich jede Person, die gerne Make-up trägt, weil ihr halt so viele Möglichkeiten habt. Auch hier sind verschiedene Texturen mit drin, die verschiedene Schwierigkeitsgrade haben. Die matten Töne, bumm, verblendet, fertig. Die Schimmertöne auch, vor allen Dingen die normalen Schimmertöne. Aber auch hier gibt es Glitzertöne, wo das Glitzerpigment nicht so grob glitzerig ist, sondern ein bisschen kleiner. Das ist beispielsweise Jingle Bells und Chestnut, mit denen ihr einfach schöne Effekte setzen könnt. Palette, die ich gerne immer wieder benutze, vor allen Dingen auch, wenn es mal schnell gehen soll. Weil hier sehe ich die Palette und weiß, okay, ich will einen roten Look, ich habe was Rotes an, zack, Rudolph, Candy Cane, Santa Baby, fertig. Schöne Palette, ist ein bisschen unpraktisch von der Größe her, aber es sind 30 Farben, ne? Also muss man immer, 30 Farben sind 30 Farben, die müssen auch irgendwo Platz kriegen. Ich hoffe, dass es die noch gibt. Schaut auf BH Cosmetics vorbei und dann 10% weniger. Ja, kann man sich auch mal zum Geburtstag oder zu Weihnachten oder weiß ich nicht, Ostern war gerade. Kann man sich mal wünschen. Hier bin ich, bei der nächsten Palette bin ich sehr, sehr hin und her gerissen. Es gab ja tausende von diesen Zodiac-Paletten. Ich muss sagen, die Zodiac-Paletten sind mittlerweile, Stand heute, 18. Mai, sehr überholt, weil sie einfach sehr unpraktisch sind, von der Größe ist extrem viel Platz, aber das ist die Crystal Zodiac Palette und was mich hier stört ist, die Anordnung ist zwar gut, aber ich mag diese langen Fändchen nicht. Was ich hier dran aber mag und was das Besondere an dieser Palette ist und weswegen ich sie auch mit in dieses Video genommen habe, sind die gebackenen Schimmertöne in vielen verschiedenen Farben. Ihr habt hier beispielsweise die Farbe Rhodonite, keine Ahnung. Da könnt ihr am äußersten Rand so ein bisschen lang gehen und ihr habt ein schimmerndes Beige. Und wenn ihr so ein bisschen reinmischt mit diesem Blau, dann könnt ihr die Farbe immer so ein bisschen anpassen an den Look, den ihr machen wollt. Und jedes Mal, wenn ihr die Farbe benutzt, habt ihr eine andere Farbe. Es ist nie die gleiche Farbe, je nachdem, wie ihr es halt mischt. Und das macht diese Palette halt besonders. Die matten Töne, ich bin ehrlich mit euch, mag ich nicht. Die Schimmertöne sind das, was diese Palette so viel wert macht. Die hat auch noch einen Spiegel. BH Cosmetics nimmt nach und nach die Spiegel aus den Paletten raus, aufgrund von Umweltfaktoren, was okay ist, ist in Ordnung. Aber ich will es einfach nur nochmal gesagt haben. Alle Produkte von BH Cosmetics sind übrigens cruelty-free und ich meine auch vegan. Ja, alle Produkte sind vegan. Und das ist eine sehr, sehr schöne Palette. Auch dieser Ton hier in der Mitte ist so ein glitzeriger Highlighter in super, super weiß. Und damit könnt ihr so richtig schöne Wet-Effekte auf eure Haut geben. Also 50-50, aber ich habe sie mit reingenommen aufgrund der Schimmertöne.
Okay, Freunde, falls ihr mir schon so lange folgt, dann schreibt es mir gerne jetzt einmal in die Kommentare. Daisy Marquez. Amerikanische, mexikanische Influencerin und sie hat einfach die innovativste Palette rausgebracht. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Ihr könnt den Spiegel abmachen und komplett so hinmachen. Und das ist etwas, das fand ich so genial, weil ich die Palette vor mich hinstellen kann. Ich kann dann in die Farben gehen und mich dann im Spiegel schminken. Oder für mich als YouTuber, ich kann den Spiegel in die Hand nehmen, komplett, und habe die Palette noch einmal extra. Die Farben sind sehr hell, sehr bunt, aber extrem pigmentiert. Das war eine der ersten Paletten, glaube ich, mit so ein bisschen einer neueren Formulierung von BH, die extrem pigmentiert war. Also vorher waren die Farben immer recht washed out, sie haben sich schnell ausblenden lassen. Die war sehr pigmentiert, auf den Punkt. Vor allen Dingen die Farben Dream und Daisy, diese Pastelltöne, so ein bisschen in die Richtung Tiffany, haben mir super gut gefallen. Aber auch hier Slime, das übrigens, kann ich sagen, die Farbe Slime hat mich inspiriert, einen Grünton in meine Palette mit Catrice mit reinzubringen, weil ich so begeistert davon war, so einen Grünton zu benutzen, der so hell und vielseitig einsetzbar ist, dass es nicht so unbedingt wie grün wirkt. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Aber auch hier, tolle, tolle Palette. Das Gelb ist eines der bestpigmentiertesten Gelbtöne, die es gibt. Eine recht neue Palette ist die 2000er Zeros Remix Dance Palette. Auch hier habe ich euch neulich gesagt, dass das eine sehr, sehr schöne Palette ist, weil ihr so ein bisschen was anderes habt. Nicht diese Standardbraun, langweilig beige Palette, sondern ihr habt Pop-of-Colors mit drin, mit denen ihr alles nochmal so ein bisschen... Ich finde, die Palette ist so eine Transition-Palette zwischen Tages-Make-up und Abend-Make-up. Fire, Dunkel-Lidschatten, Smoky Eyes, sehr, sehr schön. Die Schimmerfarben sind fantastisch. Ich muss hier in die Farbe Single Lady reingehen. Hat alles so ein bisschen diesen Duochrome-Touch, ne? Also sehr metallisch, sehr foliert. Und die schmelzen so ein bisschen in der Hand oder am Finger. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Das ist ganz, ganz weich und ich habe immer noch Pigment an den Fingern. Also BH hat da richtig, richtig Gas gegeben mit den Lidschattenpaletten in letzter Zeit. Preis-Leistungs-Verhältnis hierbei ist wieder fantastisch. Der Spiegel ist raus. Wir haben hier aber auch wieder 2 Gramm Fännchen. Also wieder die großen Fännchen. Die kriegt ihr nicht so schnell leer. Schöne Farbabstufung für den Alltag. Ein bisschen was Verrücktes und hier habt ihr dann die Vampy, wenn wir wieder feiern gehen dürfen, abends Palette, alles in einer. Die habe ich gesehen und habe mich gefreut und das ist die Avocado Toast Palette. Und ich habe sie genommen, weil ich im Moment so sehr auf diese grünen Töne stehe, obwohl sie nicht so intensiv grün ist. Also die einzigen beiden Farben, die sehr grün sind, sind die beiden, aber auch hier die Qualität der matten Töne für den Alltag. Ich liebe es ja, wenn die Schattenlooks so ein bisschen neutraler sind. Matt, matt, matt und dann ein bisschen Schimmer oben aufs Lid getoppt, ist die perfekt. Alle Farben. Es gibt keine Farbe hier, wo ich sage, die ist überflüssig. Jede Farbe hat eine Funktion und funktioniert gut mit jeder anderen Schimmerfarbe. Und das ist etwas, das kann BH Cosmetics sehr gut. Deswegen empfehle ich BH Cosmetics auch immer sehr gerne, weil sie für einen guten Preis eine gute Palette, eine gute Qualität haben, aber auch sehr anwenderfreundlich. Weil ihr schlagt die auf und wisst, okay, heute wird's grün. Ich nehme die zum Ausblenden, die zum Verdunkeln, die für einen Pop of Color und dann hier als Avocado, als Schimmerton. Sehr, sehr durchdacht. Und mal was anderes. Nicht immer dieses langweilige Braun und Beige und Rot, sondern Grün. Und das ist etwas, das gefällt mir im Moment so, so gut. Und ich weiß nicht warum, aber Avocado Toast, here she is. Eine der schönsten und auch die einzige Influencer-Palette, die ich hier jetzt gerne mit reingenommen habe, ist die 1991-Palette von Ellie. Die anderen sind alle gut, versteht mich nicht falsch. Bellas Paletten sind gut, Marvins Paletten sind gut, wen gibt's noch? Die BFF-Paletten von Alina Moore und Anna Cola sind auch gut, aber ich finde, die sind alle so ein bisschen gleich. Und Bella hat das erste Mal von hell zu dunkel gemacht, auch sehr, sehr gut. Aber ich finde, die sind immer noch sehr no tea, no shade, so ein bisschen Standard. Solche Farben haben wir vielleicht schon. Als Support bin ich immer dabei, die zu unterstützen, meine Kolleginnen und Kollegen. Aber wenn ich euch jetzt Paletten empfehlen würde, die was Besonderes sind, ist es die 1991-Palette. Die sieht auf den ersten Blick so ein bisschen durcheinander aus und vielleicht ein bisschen schwierig. Aber das ist das Schöne dabei. Ihr habt die untere Reihe komplett matte Töne und oben Schimmertöne, aber nicht standard normale Schimmertöne, sondern es sind, glaube ich, alles Duochromes. Weiß und Gelb, Rosa und Gold, Kupfer und Lila, Grün und
lila, lila und blau, lila und schwarz und blau und also was Besonderes. Das ist nicht etwas, wo ich sage, das ist für jeden was. Das ist etwas für jemanden, der wirklich auf ausgefallene Look steht, so ein bisschen düsterer. Und deswegen meinte ich, die Palette von vorhin ergänzt diese sehr gut, weil ihr mit diesen Duochromes eigentlich alles machen könnt. Die Matten sind auch gut, aber wenn ich eine höhere Anzahl an matten Tönen habe, glaube ich, ist es noch besser und noch einfacher, die einzusetzen, als wenn ich nur diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matten Farben habe. Schöne Palette, vor allen Dingen die Schimmertöne, sehr gute Qualität. Und Duochromes findet man sehr, sehr selten in der Drogerie und Ellie war eine der ersten, die das umgesetzt hat. Duochromes sind sehr teuer in der Herstellung, sehr kompliziert zu entwickeln, weil es einfach je nach Lichteinfall immer anders aussieht. Und da haben sie was ganz, ganz Tolles mitgemacht. Und ich freue mich, dass sie im Standardsortiment ist. Soweit ich weiß, erstmal tolle Palette. Ganz große Empfehlung für ein bisschen was Besonderes. Ihr habt vielleicht mitgezählt, es fehlt so ein bisschen was. Ich habe aber ehrlich gesagt, nee, ich will nicht auf Teufel komm raus in dieses Video noch einfach eine Lidschattenpalette mit reinbringen, damit ich dann auf den 10 bin. Aber diese Palette muss mit rein. Das ist die Bellini-Palette. Die gehörte, ich glaube, zu dieser Food-Kollektion mit der Avocado-Toast-Palette. Das ist eine Blush-Palette. Und ihr seht schon, das sind 6 intensive Blushes. Alle mehr oder weniger matt. Ich glaube, die einzige Farbe ist Peach of Cake, die so einen ganz leichten Schimmer hat. Und ihr wisst, ich liebe, liebe Blushes. Ich gehe jetzt auch in die Farbe hier rein. Super pigmentiert. Für jeden Look. Und ich finde, Peach funktioniert einfach bei allen Hautfarben. Und vor allen Dingen haben sie auch sehr dunkle Farben mit reingenommen. Wenn ihr etwas getannt seid, ein bisschen dunkler seid, ist das ganz gut. Als Lidschattenpalette, dafür ist sie nicht zu stark pigmentiert. Könnte man machen für diese monochromen Looks. Und dann nehmt ihr aus der Ellie-Palette beispielsweise hier die Farbe Lullaby oder Pixie. Und dann habt ihr einen super schön simplen Look. Und die wollte ich einfach nochmal mit reinnehmen, weil ich sie halt sehr, sehr gerne mag. Und das Ganze so ein bisschen abgerundet hat. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welche eure liebste BH Cosmetics Lidschattenpalette ist. Da bin ich super gespannt. Vielleicht gibt es da ja auch eine, die ich persönlich selber noch nicht kenne. Natürlich sind alle anderen auch gut, aber ich glaube, das ist so ein Line-up an Produkten, wo man sagen kann, damit können viele von euch was anfangen. Und deswegen ist es mir so wichtig, diese Reihe so ein bisschen zu machen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns ganz bald wieder. Passt auf euch auf!